Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 794. Ich habe mal wieder ein Matchup, das wir sehr, sehr selten hier auf meinem Kanal sehen. Und zwar ist es TVT, Terran gegen Terran. Und es ist ein sehr besonderes Terran gegen Terran Matchup, denn es sind wahnsinnig hochkarätige Spiele am Start. Wir haben nämlich einmal in Rot die Legende schlechthin, die Maschine schlechthin. Es ist Innovation. Der ist momentan 24 Jahre alt, wird allerdings bald 25. Er ist jünger als ich. Mann. Und ja, gilt als eben einer der mechanisch heftigsten, stärksten Spieler in StarCraft 2 und das schon seit mehreren Jahren. Hat seinen Anfang in StarCraft 2 gemacht in der 2011-2012 Pro League, die ja dann die Hybrid-Pro League war, wo man teilweise Bruder und teilweise StarCraft 2 gespielt hat. Und damals war er beim Team STX Seoul, da kam er schon 2008 mit dazu, also Innovation war davor ein Brood War-Spieler. Aber war in Brood War nicht so krass erfolgreich, war eher so dieser Teamligenspieler, den man als Sniper auspackt, um bestimmte Gegner auszuschalten. Aber nie so der dominante Spieler. Ja, danach ging das Team STX Seoul so ziemlich bankrott und Innovation kam dann beim Team Acer unter, die haben ihn aufgenommen. Und ja, da war er dann ein ganzes Jahr, bis dann Innovation wieder nach Korea ging, denn Innovation wollte in der Pro League teilnehmen und für die Pro League muss man ein koreanisches Team quasi dabei sein. Und da kam er dann zum Team SK Telecom T1. Die haben ihn dann übernommen. Das ging dann so lange, bis eben die Kespa die Pro League aufgab und auch ihre Teams aufgab. Und seit Juni, seit Ende Mai, seit Anfang Juni, ist Innovation bei O-Gaming als quasi privat gesponsert von O-Gaming. Da ist jetzt seitdem, also ist quasi O-Gaming Innovation, könnte man sagen. Ja, er hat einen Terraner Gegner hier gegen sich. Wir sind auf Catalyst. Und dieser Terran hier, das ist auch ein altbekannter Name, ein vertrauter Name, wenn man schon länger bei StarCraft 2 dabei ist. Denn das hier ist Alive. Der ist ein bisschen älter als Innovation. Der ist 25. Jahrgang 1992. Daher ein bisschen älter und der ist halt auch schon seit Anfang an, seit der Anfangszeit von StarCraft 2 ist er live in diesem Spiel dabei. Er hat damals schon den ersten Seasons der GSL mitgespielt, als die Dinger noch Open Seasons waren. Da waren das ganz, ganz seltsame Turniere, da war das Turniersystem ganz anders, da war GSL quasi so 64 Mann Bracket komplett, also wie so ein Turnierbaum und da musste man sich durchkämpfen. Und er hat es geschafft, sich für die dritte der Open Seasons zu qualifizieren. Also schon die Qualifier waren mega, mega hart. GSL auch in den ersten Open Seasons. Da haben auch Leute wie Thiolo zum Beispiel, der versucht hat, sich damals zu qualifizieren für die Open Season. Hat es auch einmal, glaube ich, relativ weit geschafft. Ich bin mir sein genauer Erfolg auch nicht ganz sicher. Ja, Life ist seit Ewigkeiten dabei. Flitterings jetzt hier gerade seinen ersten Reaper. Mal hier sehr seine Einheit ein bisschen unkoordiniert über die Karte gefahren sind. Somit beide seine Reaper starben. Schön gemacht von Innovation. Easy sich hier die Kills geholt. Ja, Live ist durch mega viele Teams durchgewechselt über den Lauf seiner Karriere, weil er einfach, er ist zwar immer stark, aber nicht so wirklich die Weltspitze, so er hat nicht den Berühmtheits- und Stärkegrad von Innovation, sondern es ist so ein Level drunter, er ist immer noch ein starker Terraner, war auch in Teamligen immer wieder mal stark unterwegs, aber einfach nie so der dominante Spieler. Und das sind wir jetzt natürlich das erste Cyclone, auf Cyclone Engagement ab, die Reaper helfen hier aus, und Reaper entscheiden hier diesen Fight, Live fährt mit seinem eigenen Cyclone Banish weg, baut eigene Cyclones nach. Währenddessen geht es beim offenen Natural, auch Innovation Natural bereits fertiggestellt. Ja, und dieser Cyclone wird nicht wegkommen hier, der wird einfach gesniped werden, denn die Reapers sind zu schnell. Ja, Life war anfangs im Team 4U Utopia, FOU. Aus denen wurde später mal, aus denen wurde später, glaube ich, das Star-Tail-Team, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, das ist schon so lange her. Ja, danach ging er zum Team SCV Live. Da war auch Polt ein großer Name, der mit in diesem Team dabei war. Dem das vielleicht was er sagt, als das Team SCV. Und ja, tatsächlich gibt es jetzt hier erstmal das S-Engagement mit Cyclones, aber da zieht Alive direkt die SCVs hier mit drauf. Ha, wo wir gerade zum Team SCV Live haben, ha? Würden die Lives der SCVs einfach geopfert, um das Engagement zu gewinnen, aber nein, stattdessen Innovation dreht einfach um, sammelt sich mit seinem nächsten Reinforcement, die beiden tacken weiter hoch, pumpen weiter Einheiten. Ja, nach Team SCV Live ging Alive zum Team Fnatic Alive, danach kam er zum Team Evil Geniuses, da hat nicht damals Evil Geniuses zusammen mit Team Liquid eine Allianz gebildet, um in der Pro League teilzunehmen. Das Team EGTL war da
eine Season lang in der Pro League vertreten, war eigentlich ziemlich immer ganz unten mit dabei. Hat es kaum geschafft, sich wirklich da hochzukämpfen, aber Pro League ist halt auch hart. Und da hat sich eben Ichi dann die Koreaner eingekauft, um in der Pro League vernünftig teilnehmen zu können, aber das hat leider nicht so den Erfolg gehabt. Danach ging es für Alive zum Team MVP, danach ging es zum Team Startail, danach ging es zum Team Spinu, danach ging es zum Team Africa Freaks, danach kam er zu My Insanity und jetzt ist er beim Team Titan AX1. Also er hat da wirklich massiv viele Teams durchgemacht, die Teams haben sich alle dann irgendwie aufgelöst, Startail hat sich aufgelöst, Spenu hat sich aufgelöst, Startail wurde zu Spenu und Spenu hat sich dann aufgelöst, weil der Typ, der Spenu gesponsert hat, ein bisschen sehr, sehr, wie nennt man das am sinnvollsten, er war ein bisschen zwielichtiger Geschäftsmann, sagen wir es so. Und ja, das wurde eben aufgedeckt mit Betrug und Steuerhinterziehung, was weiß ich nicht, alles was da dabei war, gab ein Riesendrama. Gab schon sehr viel Drama in der koreanischen SC2-Szene, wenn man das mal so sagen darf. Da ging dann das Team Spenu zugrunde, bis das Team Africa Freaks hat das Team dann so ziemlich übernommen, zu großen Teilen. Aber auch das Team Africa Freaks konnte sich nicht ewig halten, weil eben dann auch mit dem Niedergang der Pro League gab es da keinen Grund mehr für Afrika groß noch das Team zu halten. Das hat sich dann auch aufgelöst. Dann eben ging Alive ins Schweizer Team My Insanity. Da waren auch schon ein paar mehr Koreaner mit dabei, aber da war er dann auch nicht so erfolgreich darin und eben dann kam das Team Titan EX1, von dem ich bis heute noch nicht allzu viel weiß, nur dass es existiert, aber eben da ist er seit April ist er da untergekommen. Seit 1. April. Könnte man meinen, es wäre ein Aprilschutz, aber nein, der ist da noch immer. Also scheint schon irgendwie zu laufen, das Team. Ja, wir sind jetzt hier Cyclone Drop von Innovation in der Main Base seines Gegners. Und die Cyclones haben hier, ja, fröhlich ihren Spaß mit den SUVs, machen da ein paar Kills, währenddessen versucht hier Alive selber ein bisschen Harassment durchzubringen mit dem eigenen Doppel-Cyclone Drop. Währenddessen hier das SUV an der dritten Basis wird abgebrannt, das heißt, da passiert erstmal gar nichts. Innovation geht hier auf eine Bio-Army, währenddessen bei Alive kommt hier eine Mech-Army mit ran. Wir sind hier Hellbats plus Panzer plus 1 Attack für die Panzer. Währenddessen für die Bio ist bereits Stim da, Combat-Shield kommen wir dazu. Der Cyclone ist noch immer nicht geklärt. Ich dachte, der wäre schon längst geklärt, aber nein, holt sie nochmal ein paar Kills mit. Und wir sind jetzt hier insgesamt bereits 7 toten SCVs, 1 toten SCV, aber hier kommen eben die Counter-Cyclones ab. Da sind Marauder ready mit Stim und da können die Cyclones dann auch nicht wirklich viel machen. Müssen sich zurückziehen. Alive hier ist hier nicht in der schönsten Ausgangslage. Er hat immerhin die Kontrolle über die dritte Basis seines Gegners, weil er hier nochmal die Cyclones ausladen kann und easy diese dritte Basis unterbrechen und vermutlich auch snipen kann. Der Damage ist da. Cyclones massive Gebäude-Damage, kommt der Fokus? Nein, kommt nicht der Fokus, stattdessen wird einfach wieder weggeflogen, trotzdem ist Command Center hat viel Schaden genommen und Innovation belagert währenddessen Alive, aber der hat eben defensive Panzer und davon nicht zu wenig. Das heißt, da gebe ich für Innovation wenig Chancen, wirklich draufrennen zu können, zumal er erstmal an dieser Wall vorbei muss und daran, bis er diese Wall tot hat oder an dieser Wall durch ist, dann nimmt er viel zu viel Schaden in den Panzern. Das wäre nicht sinnvoll für Innovation, das sieht er auch, dementsprechend stellt er sich einfach hier mal auf und wartet auf den richtigen Zeitpunkt, denn irgendwann möchte natürlich Alive seine dritte Basis in Besitz nehmen. Momentan kann er das schlecht, wenn er hier so massiv belagert wird. Hier das nächste Medic wird nochmal kurz angeschossen. Das ist inzwischen leer und die zwei anderen Cyclones gehen rein in die Main Base. Alive macht hier selber Harassment und nimmt auch einiges, wie sie von den Wäschen raus. Ja, Cyclones einfach mit so viel Damage, da kann man schlecht winnen, dass da Schaden passiert. Da kommt ein Reinforcement dran, das sollte das klären. Wenn das sind hier die Spannung vor der Natural von Alive wird nicht weniger. Da wird das Medivac gesniped. Die Vikings landen mal kurz runter. Versuchen die sich hier mit den Cyclones abzuziehen. Vikings sterben einfach weg gegen die Cyclones. Sind nicht stark genug. Und Innovation tatsächlich rückt jetzt hier ab. Und ist die Sache ein bisschen zu brenzlig hier. Er hat auch nicht genügend Panzer. 7:3 momentan der Tanker. Natürlich, es ist viel Bio mit dabei. Auch 14 Marauder bereits. Trotzdem natürlich mit so vielen Panzern und so vielen Hellbats ist es nicht einfach dagegen zu fighten. Auch nicht für eine Maschine wie Innovation. Trotzdem natürlich sein Makro läuft weiter rund. Er hat 50 Worker momentan zu 57 von Alive. Der hat jetzt selber seine dritte Basis endlich mal nehmen können. Das heißt, beide jetzt auf 3 Basen Economy. Und Innovation wartet jetzt einfach, wann eine vierte Basis kommt. Scannt er nochmal. Und jetzt rennt er tatsächlich auch drauf. Aber ein Hellbat ist hier der Scouter. Und der sieht diesen Push rechtzeitig. Und somit Innovation, ja, mag das auch, dass er hier nicht nah genug rankommt. Nicht schnell genug rankommt, um die Panzer zu snipen. Wären die Panzer zu dritt ohne Support gewesen, hätte er die easy wegsnipen können. Aber somit muss er da erstmal sie wieder zurückziehen und versucht jetzt hier einfach mit gesiegten Panzern ein bisschen die Netzspur seines Gegners zu erreichen. Das klappt hier auch. Das Supply Depot wird hier beschossen. Auch die Refinery ist hier definitiv in Range der Panzer. Bei dem Makron hier weiter hoch. Alive hier momentan mit weniger Supply, aber er hat eben Max Supply. Das heißt, er ist da eh nicht so schnell, was das Thema Supply angeht. Und nochmal 2 weitere Factories und plus 2 Tackles gleich da für seine Mech Units. Also da geht schon sehr, sehr viel Schaden raus. Und jetzt eben ist es ein Viking Battle um die Lufthoheit. Wer kann hier den Luftkrieg für sich entscheiden, einfach um dann
seinen eigenen Panzern mehr Range zu geben, weil die Panzer ja weiter schießen, als sie sehen. Und wir haben jetzt hier drüben Runby von ein paar Aliens mit Blue Flame und plus 1 Attack, vielleicht plus 2 Attack, brennen sich da fröhlich drum, weil sie wie es Reinforcement kommt mit Raum, das zu kehren. Trotzdem, es ist einiges in Economy Damage gemacht worden. Innovation ist wieder nur auf 48 SCVs. Also der Hellion hat nochmal einen Shot reingesetzt, hat nochmal hier ein paar SCVs rausgenommen. Und die nächsten Aliens werden einfach direkt losgeschickt. Alive hat da eine Schwäche bemerkt und setzt einfach nach. Innovation hat wenig an Building Placement, dass das irgendwie abhält, aber hier mit Panzer und Bio, das sollte eigentlich halten an dieser Basis. Da sollte nicht allzu viel passieren. Und das ist hier der Viking Battle, hat sich momentan zu Alives Gunsten entschieden. Wenn jetzt hier noch ein Liberator mit dabei hätte, könnte ja problemlos natürlich die Panzer belagern, aber so ist das aktuell nicht möglich mit den Vikings only. Mal sehen, wann die ersten Liberator mit dazukommen. Innovation baut die jetzt bereits, weil er eben weiß, er braucht was gegen die Panzer. Braucht das, um die Panzer wegzusnipen, die Panzer dazu zu zwingen, dass sie sich bewegen müssen, dass sie nicht einfach die ganze Zeit rumstehen und rumballern. Natürlich, der Mech-Terraner möchte natürlich seine starke Army ausnutzen, die möglichst statisch steht, möglichst lange an der gleichen Position verharren kann und einfach schöne Fights dort nehmen kann. Oder eben in geklumpter Masse siegen kann. Und Liberator bekämpfen das natürlich, weil sie ständig außerhalb der Zugriffsrange von den Vikings die Panzer wegsnipen können, wenn sie gesiegt sind, zumal da jetzt noch Advanced Ballistics mit dazu kommt, damit das auch ja der Fall ist, damit Innovation ja die Range fährt. Trotzdem, da kommt ein ziemlich dicker Push in seine Richtung. 170 Supply und davon sind 105 Mech Army. Das tut ziemlich weh, wenn das sich hier auf dem Highground sieht. Stattdessen, es wird ein Teil auf dem Lowground gesiegt. Der Viking-Kampf hier entbrennt, aber der Viking-Kampf wird hier ziemlich bitter verloren hier von Alive. Er hat kaum Panzer gesiegt, nur die drei auf dem Lowground. Die hing natürlich die Bio richtig dick raus. Und jetzt hier kommen die Panzer mit dazu. Neue Siege-Linie kommt und jetzt ist der Weg offen zu Natural von Innovation. Er hat hier nicht genügend Supply gehabt, um das hier zu defenden, aber er hat natürlich den Force mit am Start und kriegt dann natürlich auch nach und nach jetzt die Liberator aus seinen eigenen Starports mit raus. Mit diesen Liberatoren kann er definitiv diesen Push hier halten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Man sieht hier, der Liberator schon sehr, sehr aggressiv unterwegs. Möchte einfach die Panzer haben. Drei Shots braucht man, um eben einen Panzer zu snipen. Jetzt sind ja auch die feindlichen Liberator mit dabei. Trotzdem natürlich, bis Liberator clearen, das dauert ewig. Der Anti-Air-Damage ist bei beiden nicht sonderlich grandios, wenn das gegen hier nochmal Hellions rein, um zu erressen. Und hier währenddessen kommt der Move auf die dritte Basis von Innovation. Das sind zu viele Panzer. Das muss hier live nicht mehr kümmern. Er kann sich einfach hier ranstellen. Einmal sieht schon einmal das ganze Command Center rausbomben. Das ist ihm problemlos möglich hier. Anstattdessen geht es erstmal auf die SCVs. Da starben einige SCVs weg. Innovation verkassiert hier richtig dick in die Economy. Und auch hier nochmal der Liberator wird tatsächlich gesniped vom Cyclone. Und die Hellbats machen hier fröhlich weiter, nehmen die ganzen Gebäude raus. Und das Command Center brennt hier auch schon. Trotzdem durch die Liberator clearen Stück für Stück die Panzer weg. Und da kommen jetzt Cyclone Snap, um endlich mal die Anti-Air zu liefern. Und die Anti-Air tatsächlich reicht, um die Liberator einen nach dem anderen hier rauszunehmen. Es gehen einige Liberator down, aber auch einige Panzer sterben hier von der Live. Die beiden trennen sich hier relativ nah noch im Supply. Da gehen nochmal ein paar Liberator down an den Cyclones hier. Die haben hier nochmal ihren Spaß. Die Vikings landen, um jetzt auf dem Boden zu fighten. Nächste Liberator wird hier gesiegt, wird aber wieder mit dem Lock-On einmal getargetet. Aber dieses Mal kommen die Cyclones nicht ganz durch, sind nicht genügend vorhanden hier. Trotzdem, die dritte Basis von Innovation brennt noch immer, wenn das ein Versuch ist, eine neue Basis zu nehmen. Und jetzt auch noch mit dem Lock-On vom Cyclone. Das Ding wird hier fast schon sterben. Innovation kümmert sich nicht drum, sondern er stattdessen startet einen Gegenangriff auf die dritte Basis von Alive. Der wird dessen auch gerade versucht, eine vierte Basis zu nehmen. Das Command Center ist mega low. SCV aber ist dran. SCV hält das Command Center am Leben. Währenddessen hier werden SCVs mit reingezogen auf die ganze Bio. Und ja, das hat keinen sonderlich großen Wert, dass die SCVs hier fighten. Man einfach bei weitem nicht genügend Schaden. Die dritte Basis von Alive wird jetzt hier überrannt. Beide also traden hier richtig, richtig hart miteinander. Die Seconds haben jetzt hier Lock-On Upgrade auch noch mit dabei. Panzer wird eigentlich hier gesniped. Neue Panzer kommen dazu, um die Bio abzuwehren. Die Vikings hier sind fröhlich mit über den Panzern. Geben natürlich richtig schon Vision. Auch der Liberator kann hier da wunderbar aushelfen. Es müssen die Liberator gesniped werden. Sonst hat das für Live hier wenig Nutzen. Er hat währenddessen hier einen weiteren Trupp vor der Natural seines Gegners. Da ist nochmal der Cyclone. Schnappt hier den nächsten Liberator. Also da geht es nochmal weiter. Da geht es auf die vierte Mining Base von Innovation. Und der geht währenddessen auf die Natural seines Gegners. Das heißt, beide jetzt hier machen sich die Economy kaputt. Innovation jetzt nur noch auf 2-Base Mining aktuell. Und das ein Alive ist hier quasi auf 1-Base, wenn überhaupt. Hier ist noch Bio mit drin, das heißt, Alive hat quasi gar kein Mining mehr, nur noch die Reste seiner Main-Base. Das ist nicht wirklich viel. Versucht jetzt hier nochmal die Liberator snipen, kriegt davon auch einen, aber die SCVs hier laufen mit rein ins Kreuzfeuer der Bio. Innovation jetzt hier schon 40 Supply vorne, das wird wohl höchstwahrscheinlich hier ein Sieg von Innovation werden, aber er verliert jetzt hier nochmal einiges in SCVs. Das ist Beacon 45 zu 27, Natural ist inzwischen tot, aber der letzte Liberator wird hier down gehen und damit natürlich die Panzer können dann wieder raus oder auch die Mech Army kann dann hier fröhlich raus.
trotzdem, die Bio zieht sie zurück. Nach getaner Arbeit, die vierte Basis wurde mit gesaved, kann nochmal gesetzt werden. Wenn das hier ist, ein Panzer einzeln gesiegt, stießen jetzt nicht sonderlich ertragreich, muss man sagen. Aber sie blocken eben hier die Mining Base. Die Mining Base hier wird jetzt frisch neu besetzt mit Mules. Also beide Spiele mit kaum Economy übrig. 38 zu 25 jetzt der Worker Count. Also bei Innovation ist auch noch einiges gestorben. Hier ist allerdings Liberator mit dabei. Und der sniped hier schon mal zwei Tanks weg. Da muss der Cyclone mit ran, aber kann der Cyclone alleine überhaupt viel machen? Das haben wir hier nochmal den versuchten Hellion Drive bei. Aber der wurde gefunden, der wurde erstmal abgewehrt von der Hauptarmee. Und deswegen geht es hier mit den Cyclones und dem Panzer nochmal auf das Command Center. Aber das wird hier gesaved vom Liberator, der sniped hier beide Einheiten. Und das kannst du hier live eigentlich nicht leisten. Er hat überhaupt nicht das Geld, um irgendeine Einheit zu verlieren. Auch bei Innovation sieht das nicht viel besser aus. Jetzt hat er gerade einen riesen Boost von den Mules, aber da sind die Hellions drin. An der dritten Basis hier brennen die Hellions völlig durch. Da ist keine Defense, das heißt, da fällt das Mining direkt wieder in den Keller. Währenddessen geht es hier jetzt drauf mit der Bio, die will jetzt hier durchpushen. Die Vikings sind dran an den Panzern und sind da rangelandet. Der Versuch hier, die Vikings zu snipen. Aber es reicht nicht, die Panzer gehen alle down. Alive Hund auf 20 Supply hat hier quasi nichts mehr übrig. Und sieht dann auch ein, dass das hier gegen Innovation leider gelaufen ist. Sehr schönes DVD zwischen den beiden geht hier zu Ende mit einem Sieg für Innovation. Aber es war kein so eindeutiger Sieg. Innovation kam da stellenweise auch schon ins Straucheln. Alive hat da versucht, so viel wie möglich zu machen. Gerade auch das Arrestment hier war nochmal sehr sinnvoll. Aber eben das Problem war, dass zu Hause nicht mehr gegen Defense am Start war, um den Push abzuwehren. Hätte da Alive noch ein bisschen mehr gehabt und diesen Push irgendwie halten können oder zumindest gleich auftraden können, dann wären wir in eine richtig kuriose Situation gekommen mit den Innovations. Der Mining war jetzt auch nicht mehr sonderlich geil. Wie man hier sieht, er hat die Mining Base jetzt wieder gerade neu besetzt, einfach die Rest-SCVs, die gerade von der dritten Basis weggefahren sind. Nein, die haben sich, okay, die haben sich hier an der Natural versammelt. Das heißt, da müsste man nochmal das Mining optimieren, aber man sieht auch, das ist das Command Center aus der Main Base. Das heißt, das ist nicht mehr frisch gebaut worden, sondern das wurde einfach hier irgendwie so genutzt, wenn das denn hier... Die Main ist die letzte Basis, die von Alive eben noch lebt. Seine vierte Basis wurde inzwischen auch abgerissen. Das heißt, da war auch bei ihm nicht mehr viel übrig. Also sehr, sehr knappe Geschichte. Man sieht es auch mit 104 zu 12 Supply. Generell, so viel Supply hatten die beiden insgesamt nicht. Ich glaube, wir waren bei 170 maximal schon. Ab da ging es so ziemlich abwärts. Es ging einiges drauf. Viele Work, wie man hier sieht, 69 zu 74. Der Killed Work Account. Ja, es sind 10 Supply Depots tatsächlich draufgegangen von Alive. Trotzdem ist es noch bei 103. Hat also einiges in Supply-Depots gebaut. Liberators sind gestorben in ordentlicher Zahl. 21 Panzer wurden hier gesniped, 21 Hellbats. Wenn das sind 11 Vikings, 12 Liberator, viel an Bio natürlich. Und natürlich die Hauptgebäude. Insgesamt 3 Satellitenzentralen, die gestorben sind, und eine Kommandozentrale. Ja, das war Replaycast 794. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, TVT sehen wir nicht so häufig. Aber mal schön sowas zu haben und auch schön TVT von Innovation zu haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.